geht ab, Filmfreunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und es geht weiter im Schocktober und wir machen weiter mit der Wrong Turn Reihe. Und wir sind bei Wrong Turn 3 Left 4 Dead angelangt. Wir haben hier wieder diesen matten Rand außen herum, in der Mitte wieder das Cover glänzend gemacht, wie bei allen Retro-Covern. Und es schaut echt nice aus jetzt hier. Ich halte euch das Ganze mal näher in die Kamera. Ja, ist halt dieser VHS-Style, aber das schaut echt richtig toll aus. Gefällt mir echt gut. Ja, auf jeden Fall cool. Ja, schaut echt cool aus. Dann kommen wir zum Spine und hier steht dann eben auch Wrong Turn 3. Schaut auch cool aus. Wie gesagt, Wrong Turn 3, Left 4 Dead steht hier. Schaut auch echt cool aus. Dann kommen wir zur Rückseite. Und hier haben wir wieder diese glänzenden Szenenbilder. Die sind, wie gesagt, glänzend gemacht. Auch wie bei den anderen Teilen wieder. Schaut auch cool aus. Ja, dann könnt ihr euch hier mal alles genauer anschauen. Wie gesagt, hier die glänzenden Szenenbilder. Weiter unten hier die Inhaltsangabe. Die könnt ihr euch mal durchlesen. Ich hoffe, das geht, weil es ist wieder sehr klein geschrieben. Ja, und hier könnt ihr dann noch meine Limitierungsnummer sehen. Ich habe hier die Nummer 117 von 444 Stück. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal von innen etwas genauer an. Und ich klappe es einfach mal auf. So, auf der linken Seite seht ihr jetzt hier die erste Disc. Die ist auch cool gestaltet und die nehme ich jetzt mal raus. So, jetzt könnt ihr euch hier den Innendruck etwas genauer anschauen und der schaut auch echt cool aus, gefällt mir. Dann würde ich sagen, blättern wir das Booklet mal durch. Ja, das Booklet ist jetzt hier schon etwas dünner natürlich ausgefallen als zum Beispiel beim ersten Teil, da war es noch dicker, aber hat auf jeden Fall auch noch einige Seiten. Zum Film, das ist natürlich der beste Teil der Reihe, also aus meiner Sicht, das wisst ihr ja schon, denke ich, aus meinem Top 10 Slasher Video. Ich finde das einfach der beste. Von den Effekten her und so ist natürlich der erste Teil der beste, aber ich finde, auch wenn hier natürlich viel CGI und so genutzt wurde und die Effekte nicht so toll sind, ist es trotzdem von der Story her einfach der beste Film für mich, weil, also der beste Film der Reihe für mich, weil einfach diese ganze Nebengeschichte mit diesem Gefängnistransport, diese Hintergrundgeschichte von den einzelnen Gefangenen und dann auch diese Konfrontation zwischen Polizei, dem, also den Ausbrechern dieses Gefängnistransportes und den Mutanten und noch diesem Mädchen, das auch noch eine Überlebende von den Mutanten halt ist, also eine Überlebende von einer Gruppe, die auch von den Mutanten gejagt wurde. Und ja, das finde ich einfach richtig cool, diese Geschichte und diese Zwickmühle, die dann eben herrscht für manche Anwesende. Und ich finde auch, das wurde echt gut aufgelöst am Ende. Und ja, da möchte ich aber gar nicht viel vorwegnehmen. Das war nämlich eine echt coole Nebenstory, sage ich jetzt mal. Und allgemein, der Film hat eine echt coole Story und eine coole Location. Und mit dem Booklet sind wir jetzt schon durch. Und jetzt seht ihr hier auf der rechten Seite die zweite Disc. Die ist auch cool gestaltet und die nehme ich jetzt hier auch mal raus. So, und dann könnt ihr euch hier noch den Innendruck anschauen. Auch der schaut echt cool aus, gefällt mir. Und den zeige ich euch jetzt nochmal im Kompletten. Und dann schaut das hier so aus. Ja, das gefällt mir auch richtig gut. Echt ein toller Innendruck. Sieht echt cool aus. Und eben ist jetzt noch untergegangen, beziehungsweise ich habe noch nichts zum Booklet jetzt gesagt. Vor lauter Schwärmen über den Film. Ja, das Booklet ist natürlich echt qualitativ hochwertig, es ist top gestaltet, wir haben hier einiges an Text, einiges an Bildern, einiges an Szenenfotos und ja, auch die Qualität stimmt, wir haben dicke Seiten und lässt sich auch gut umblättern und ja, tolles Booklet auf jeden Fall, richtig toller Film, meiner Meinung nach der beste Film der Reihe oder der beste Teil der Reihe und ganz klare Empfehlung an den Film, schaut ihn euch auf jeden Fall mal an, Wrong Turn 3, Left 4 Dead
Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Und ja, noch einen schönen Tag wünsche ich euch. Und dann macht's gut, haut rein, euer Moviepyro 911. Und lasst mir gerne ein Abo und ein Like und einen Kommentar da. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr den Film fandet. Ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.